Auch wenn Infinity Ward bei der MW2-Beta vielleicht nicht alles richtig gemacht hat, ich glaube, auf eine Sache können wir uns auf jeden Fall einigen. Die Waffen waren verdammt gut. Infinity Ward hat einfach ein unfassbar gutes Design-Team. Die wissen einfach, wie man Waffen designt. Die Animationen sind gut, wie sich die Waffen anfühlen ist gut, der Sound ist gut. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt ein bisschen Gameplay aufgetaucht ist von weiteren Waffen, die wir während der Beta nicht sehen konnten. Es gibt dazu ein Video, das schauen wir uns gleich zusammen an. Hochgeladen wurde das von Gianchi auf Reddit. Ich verlinke seinen Post auch in der Videobeschreibung. Und die Waffen wurden nicht richtig geleakt und die wurden auch nicht gedatamined, sondern die wurden einfach gefunden. Ist ganz lustig, wie das passiert ist. Als der Preload online war für die Xbox, haben Leute natürlich das Game runtergeladen, haben die Beta runtergeladen und dann haben ein paar Leute festgestellt, dass man die Beta im Offline-Modus starten konnte. Und bei diesem Offline-Modus war einfach die Möglichkeit dabei, private Matches zu starten mit Bots und so weiter. Deswegen läuft im Video auch einmal kurz ein Bot vorbei. Und in diesen privaten Matches konnte man eben auch Waffen ausrüsten, die während der Beta eigentlich nicht verfügbar waren. Und der Reddit-Benutzer hat die Schussanimation, die Nachladeanimation und die Anschauanimation aufgenommen. Bevor wir ins Video springen, lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf dem Kanal, würde mich extrem freuen, ist krasser Support und ihr verpasst keine Videos mehr und lasst natürlich gerne auch eine Bewertung da. Okay, den Anfang, den macht hier die PP19 Vitias. Hab ich noch nie gehört, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Das Ding hat natürlich auch eine schöne Anschauanimation, die wird auch bei jeder Waffe gezeigt, was ich ziemlich cool finde. Und ich glaube, die Waffe hatten wir noch nicht bei COD bis jetzt, oder? Wahrscheinlich in irgendeinem alten. Dann haben wir hier die Barrette, die sich sehr geil anhört. Ja, ich glaube, die wird Spaß machen. Bin ich auch gespannt, ob die viel in Warzone gespielt wird zum Beispiel. Mal schauen, was da die Sniper-Meta sein wird. Ob das eher so die langsamen, schweren Sniper sind oder irgendwelche Quickscope-Sniper. Dann haben wir hier einen Raketenwerfer. RPG darf natürlich nicht fehlen. Ja gut. Ist jetzt nichts Besonderes, ne? Oh. Dann haben wir hier die Remington 870. Boah. Die hat auch Wumms. Das ist ein geiler Sound. Und hier müsste es eigentlich auch eine Anschauanimation geben. Ja, da ist sie doch. Ist da der Arm gerade durchgeglitscht? So sah das irgendwie gerade aus. Dann haben wir hier die PP19 Bison. Das Ding kennt man natürlich. Die hört sich ein bisschen blechern an. Im Vergleich zu den anderen Waffen, oder? Und guckt jetzt mal. Da kenne ich nämlich die Animation schon. Er wirft einfach das Magazin. Und, was ich ziemlich cool finde, er kriegt das Magazin nicht sofort rein. Er braucht zwei Versuche, um das Magazin in die Waffe zu bekommen. Ich finde ein bisschen schade, dass das anscheinend jedes Mal der Fall ist. Aber ab und an wäre so eine Animation lustig. Die meiste Zeit aber soll es funktionieren. Dann haben wir hier die 725. Die ist zurück. Kennen wir natürlich auch aus MW. Das Ding war ja unfassbar OP am Anfang im Multiplayer. Ich glaube, die wurde 3-4 Mal irgendwie schlechter gemacht. Und Leute haben die ganze Zeit neue Klassen rausgefunden, wie man die Waffe wieder OP machen konnte. Das Ding hat den Multiplayer auf jeden Fall dominiert. Aber sie sieht schon gut aus. Und Shotguns haben halt schon auch manchmal was. Man will sie vielleicht nicht immer spielen. Manchmal kommen sie einem vielleicht ein bisschen stark vor. Aber ab und an ist es dann doch ganz lustig, damit zu spielen. Okay, dann haben wir hier die AK-105. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört bis jetzt. Und die AKs, denke ich, werden alle mit Receivern umgebaut. Also ich glaube, es wird eine Standard-AK geben, die man dann eben zum Beispiel zur AK-105 umbauen kann oder zur AKU, die wir ja auch während der Beta spielen konnten. Und ich glaube, die RPK wird später auch noch gezeigt. Dann haben wir die SCAR. Die kennen wir natürlich schon aus der Beta. Die konnte man spielen mit Level 30. Es gab diese heftige Variante, diese grüne Beta-Variante. Das Ding hat schon reingeballert. Eine richtig, richtig starke Waffe. Ich glaube, die wird auch noch mal verschlechtert nach der Beta. Die AK-103 ist auch mit dabei. Ich kenne die ganzen Unterschiede nicht bei den AKs. Seid mir da nicht böse. Aber ist irgendwas AK-Technisches, würde ich mal behaupten. Und hier gibt es natürlich auch eine Anschauanimation. Und das Magazin ist auch sofort drin. Er braucht keine zwei Versuche. Gut. Die MPC muss natürlich auch mit dabei sein. Die darf nicht fehlen. Das ist ja eine MP gewesen, die in Warzone ganz viel gespielt wurde am Anfang. Das war die MP-Meta ganz, ganz am Anfang.
Da war ja eh noch alles komplett anders bei Warzone. Krass, wie sich da die Waffen irgendwie geändert haben. Dann haben wir hier die RPK. Die Spezialaufsätze für die Variante werden dann wahrscheinlich das große Magazin sein und eben der Lauf, damit man die AK dann umbauen kann zu einer LMG. Und eine Anschauanimation gibt's auch. Da fehlen auch noch Sounds. Merke ich gerade. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz fertig, das Ding. Ich finde cool, wie da immer in die Magazine reingeguckt wird. Okay, und das ist die letzte Waffe, die gezeigt wird. Das weiß ich schon, die Desert Eagle, die halt auch reinballert. Hört euch den Sound an. Und noch ganz kurz zur Animation mit der Bison, wo das Magazin irgendwie nicht richtig reingeht beim ersten Versuch. Ich finde, das sollte halt nicht jedes Mal so sein, weil wir ja hier schon irgendwie mit guten Soldaten spielen, gut ausgebildeten Soldaten, die halt schon wissen, wie man eine Waffe nachlädt. Die machen das den ganzen Tag. Von daher würde ich mir wünschen, dass da vielleicht was geändert wird und dass es diese lustigen Animationen, wo irgendwas nicht richtig funktioniert, nur manchmal gibt. Mal gucken, ob da was eingeführt wird oder ob es halt wirklich jedes Mal der Fall ist. Es gibt auch bei der MP5 zum Beispiel beim Nachladen, wenn das Magazin ganz leer ist, so ein Fehler, wo der das Magazin nicht direkt reinbekommt. Ihr seht den Clip gerade im Hintergrund. Auch da würde ich mir wünschen, dass das nicht jedes Mal der Fall ist, sondern eben nur ab und an. So als kleines Mini-Easter Egg. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Waffen sagt. Ich finde, die sehen gut aus, hören sich meistens gut an. Teilweise gibt es ja noch kleine Sounds. Und ich freue mich schon ein bisschen aufs fertige Spiel. Es gibt viele Probleme, die MW2 hatte während der Beta. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine gute Zeit. Ich freue mich sehr. Leute, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.